ist ein ganz softes Zupfmuster. Hier ist am besten, wir werden erstmal mit unserer Pranke hier einen Standardgriff machen und dann fangen wir an, von dem zu arbeiten. Das heißt, ein kleines Barré über H- und E-Seite, zweiter Bund. Dann kommt der Mittelfinger hier auf den dritten Bund H-Seite. Und der kleine Finger, den hauen wir hier auf die fünfte, auf den fünften Bund der E-Seite. So, und jetzt ist eigentlich fast immer nur Daumen und Zeigefinger. Also der erste ist Daumen, Zeigefinger. Dann geht der kleine Finger hier weg und es gibt ein kleines Barré mit dem Mittelfinger hier. Ist manchmal ein bisschen schwer, also man muss ein bisschen Roll-Technik üben. Sonst klingt es ein bisschen, also sonst kommt vielleicht das hier. Aber auch zu schaffen. Kleiner Finger weg. Jetzt geht der Mittelfinger hier nach oben und zwar um die Note hier, die oder besser gesagt das Fis hier zu spielen. Zweite Bund E-Seite. Nochmal. So, und dann passiert eigentlich nichts anderes, als nochmal diese Saiten zu spielen ohne eine Bewegung der Finger. Also. Alles nochmal. 1, 2, 1, 2. Das heißt, wir haben nochmal vier Schläge praktisch. Also hier zwei mit dem Daumen und zwei mit dem Zeigefinger. So, danach, also ich spiele es in der Folge. Hier passiert eigentlich genau das Gleiche, nur dass wir diesmal den Mittelfinger hier wegnehmen und mit dem zweiten Bund hier auf der H-Seite arbeiten. Und dann kommt wieder der Mittelfinger hier rauf und wieder der kleine Finger. Also es ist eigentlich die ganze Zeit so ein Rundum-Riff. Also auch relativ easy, bedarf auch eigentlich nur den Daumen und dem Zeigefinger. Falls da noch Probleme sind als Übung, einfach mal hier das kleine Barré und verschieben. Also immer verschieben. Das Coole ist auch, dass der Daumen hier, umso mehr er gerade ist, also so würde ich es vielleicht nicht machen, weil es ziemlich schwer ist, der Daumen hackt wirklich hier von der Seite so ganz locker, ja, wie beim Bass fast, also. Okay, jetzt kommen wir zum Lead- oder Solo-Part. Ich werde mal erstmal den Standard machen. Und sobald wir den Standard davon haben, nehmen wir noch die zusätzlichen Basstöne hinzu. So funktioniert der folgendermaßen. Alles klar, das ist dieses Standard-Riff, was man kennt. Es funktioniert folgendermaßen. Und zwar hier auf der H-Seite im siebten Bund. Spielen wir einmal an, dann nochmal, also hier zweimal, nee, sogar dreimal, 1, 2, 3, 10 und 9, 10, 9, also wir spielen hier dreimal die H-Seite auf dem siebten Bund, dann gehen wir 10, 9, nochmal 9, nochmal 9, 10 und 7 auf der E-Seite. Und dann einfach dieses 7 auf der E-Seite und 10 auf der H-Seite. Okay, nochmal ganz langsam. Fängt es wieder von vorne. Jetzt holen wir dazu die Bassnoten. Die sind optional. Ich
dachte, mir gefallen die eigentlich ziemlich gut, weil dadurch kriegt es ein bisschen mehr an Fülle. Ich spiele jetzt erstmal komplett mit Bassnoten und dann erkläre ich, welche es sind. So, hier wären, also wie ihr seht, sind nur zwei Bassnoten. Und zwar hier bei dem Anfangs, bei der Anfangsnote, H-Seite, siebter Bund, gibt es nämlich noch das D dazu als Leerseite. Also und das einfach, die Folge ändert sich nicht. Das heißt, wir machen hier dreimal dieses kleine Muster. Und dann fangen wir an, die D-Seite klingt weiter. Und jetzt, wenn wir auf die 7e-Seite wechseln, dann wechseln wir auch die Bassnote, und zwar gehen wir rund auf das G. Also eigentlich nur dieses kleine Muster hier. Das wird nur ohne Bass sozusagen, ohne Bass einspielen gespielt, und der Rest ist dann mit Bass. Also jede Note, die ich hier einzeln spiele, dazu kommt auch der Bass. Also ja, das war's auch schon. Ja, das war der coole Song von Gigi D'Agostino in Akustikversion. Perfekt für Sommerabende am Strand, die es jetzt im Moment nicht geben wird, weil ja Winter ist. Aber dafür perfekt für das Weihnachtsessen. Oder falls ihr euch eine neue Gitarre geholt habt oder sowas, gleich das Ding lernen, gleich an Weihnachten zocken. Ist ziemlich cool, macht viel Eindruck, kann ich versprechen. Ja, ansonsten wie immer, like mich bei Facebook, auch bei den ganzen anderen Sachen wie Twitter und so weiter. Ansonsten ganz wichtig, tragt euch in mein Newsletter, da kriegt ihr wirklich jedes neue Tutorial, alle möglichen Nachrichten. Ich mache im Moment ziemlich viele Workshops, die praktisch außerhalb von YouTube stattfinden. Ist ziemlich cooles Zeug dabei. Ja, tragt euch ein. Unten in der Info ist der Link. Und dann viel Spaß noch. Stay tuned.